Moin, hier Stefan von Fotohaus TV. Heute vergleichen wir die beste Bitch-Kamera aus dem Hause Panasonic, nämlich die FZ2000, gegen die beste Bitch-Kamera aus dem Hause Sony, das ist die RX10 Mark IV. Und wir gucken mal, welche kann was besser und welche ist im Endeffekt der Gewinner. Wenn du das wissen möchtest, bleib dran. Also, beide Kameras haben einen 1-Zoll-Sensor, das klingt schon mal sehr vielversprechend. Die Panasonic hat einen CMOS BSI-Sensor, so einen rückbelichteten Sensor. Die Sony ebenfalls, aber zusätzlich als Stacked, also so ein geschichteter Sensor. Der Vorteil bei dem Stacked-Sensor ist deutlich schnelleres Auslesen. Das ist der Grund, warum die Sony zum Beispiel 24 Bilder die Sekunde kann, also 24 Bilder die Sekunde, in höchster Auflösung, selbst in RAW. Und die Panasonic kann dann zum Beispiel 7 Bilder die Sekunde, zumindest mit Autofokus, Nachfokussierung, beziehungsweise 12 Bilder die Sekunde ohne Autofokus. Die Panasonic hat zwar noch einen 4K-Fotomodus, da kann sie auch 30 Bilder die Sekunde aufnehmen, das allerdings in reduzierter Auflösung, also mit 8 Millionen Pixel. Warum vergleiche ich die beiden Kameras? Ist es nicht unfair? Die Sony kostet gut doppelt so viel. Aber mir geht es nicht um fair oder nicht fair, sondern mir geht es darum, es ist wahrscheinlich eine Frage, die sich viele von euch stellen, Panasonic ist eine tolle Kamera, soll ich die nehmen? Oder die Sony kostet viel mehr, kann die auch viel mehr? Na, soll ich nicht doch lieber die Sony nehmen? Und das versuche ich in diesem Video zu klären für dich. Wenn du noch die anderen Kameras vergleichen möchtest, also FZ1000 oder eine RX10 Mark III oder Mark II, da habe ich eine schöne Tabelle gemacht. Klickt auf das i, geht auf meine Seite fotohaustv.de. Da seht ihr auch nochmal den Vergleich zu den anderen Modellen. Sprechen wir über das Gehäuse. Also beide haben ein gutes Gehäuse. Die Sony wirkt etwas solider, sie ist auch ein bisschen schwerer. Die Sony ist auch abgedichtet, also gegen Staub und Feuchtigkeit. Das ist die Panasonic leider nicht. Der Griff ist auf den ersten Blick recht ähnlich. Also die fassen sich ähnlich gut an. Wenn man sie ein bisschen länger in der Hand hält, fällt einem auf, dass die Sony durch die Gummierung doch schon angenehmer ist, gerade so beim längeren Tragen. Das Display ist bei beiden klappbar, also bei Sony nach oben und nach unten. Und die Panasonic ist da schon vielseitiger, also da kann ich es wirklich komplett drehen, auch zur Seite, nach vorne für Selfies oder wirklich Videoaufnahmen, wenn ich mich selber drehen möchte. Und ich kann es auch komplett einklappen, dass das Display geschützt ist. Also da hat Panasonic auf jeden Fall einen Vorteil. Von den Anschlüssen her sind sie fast identisch, also Mikrofoneingang, Kopfhörerausgang, ein Micro-HDMI, ein Micro-USB, das haben sie beide, wobei die Sony über Micro-USB geladen werden kann und mit Strom versorgt werden kann. Bei der Panasonic geht das nicht. Dafür ist bei der Panasonic ein externes Ladegerät dabei, ist bei der Sony nicht dabei, es müsste man da extra kaufen oder man lädt halt über die Kamera. Die Akkuleistung ist bei Sony etwas besser. Also bei Panasonic sind es 350 Aufnahmen laut cheaper Standard und bei der Sony sind es 400 Aufnahmen. Die Bedienung ist bei beiden gut. Ich würde tendenziell sagen, ist die Panasonic etwas leichter von der Bedienung. Was auch schön ist, die Panasonic kann ich halt komplett per Touch bedienen. Die Sony hat zwar auch ein Touch-Display, ist aber nur für die Autofokus-Funktion nutzbar und für viele andere Sachen nicht. Und das gibt hier den Vorteil der Panasonic. Beim Objektiv haben wir bei der Panasonic einen 20-fach Zoom, bei der Sony einen 25-fach Zoom, also einfach ein größerer Zoom-Bereich. Bei der Panasonic geht es von 24 bis 480 mm, bei der Sony von 24 bis 600 mm. Also Weitwinkel ist gleich, aber die Sony hat einfach mehr Tele. Und obwohl sie mehr Tele hat, ist sie zusätzlich noch ein bisschen lichtstärker. Also im Weitwinkel ist sie bei Panasonic fängt bei 2,8 an, die Sony bei 2,4. Also da habe ich durchaus einen Lichtstärkevorteil. Und im Tele endet die Panasonic bei 4,5. Und obwohl die Sony ein größeres Tele hat, ist sie trotzdem da noch mal ein bisschen lichtstärker bei 4,0. Also wenn es um Objektiv geht, klarer Vorteil für die Sony. Ihr wollt mich und den Kanal unterstützen? Schaut mal in die Infobox, da habe ich ein paar tolle Fotofachhändler genannt. Lasst euch da nochmal beraten. Kauft da. Danke. Wenn wir über den Autofokus sprechen, muss ich schon sagen, die Panasonic hat einen sehr guten Autofokus. Also die Tracking-Funktion funktioniert gut. Sie hat eine gute Nachfokussierung und bis 7 Bilder die Sekunde kann sie entsprechend auch nachfokussieren. Also für die Tierfotografie, Sportfotografie gut geeignet. Bei der Sony muss ich aber sagen, gerade im Telebereich, gerade wenn ich den Zoom rausfahre, hat sie schon noch mal einen besseren Autofokus. Und da ist sie sogar schneller als viele Spiegelreflex- oder Systemkameras. Und sie kann ja auch 24 Bilder die Sekunde in voller Auflösung mit Nachfokussierung. Also in puncto Autofokus, gerade im Telebereich muss man sagen, ganz klar Punkt für Sony. Die Arbeitsweise ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Also ich muss zum Beispiel sagen, bei der Panasonic klappt das ein bisschen besser, wenn ich wirklich ein Objekt markiere, zum Beispiel per Touch. Und das soll er nachverfolgen. Das funktioniert bei der Sony nicht immer so gut. Aber was bei der Sony exzellent funktioniert,
Ich stelle überhaupt nichts ein. Ich drücke nur auf den Auslöser und sie findet in der Regel, zumindest ist das meine Erfahrung, das Objekt, was mich auch interessiert. Wenn ich einen Vogel im Baum habe, auch zwischen den Ästen, ich drücke den Auslöser an, erstaunlicherweise findet der sehr häufig den Vogel. Wenn nicht, lasse ich nochmal los, drücke nochmal neu an. Und dieses Objekt-Checking, dass er wirklich erkennt, was interessiert mich wohl, also was ist wohl das, das, was sich bewegt, der Vogel, der durch die Gegend fliegt und so, diese Automatik, erreicht man bei der Sony erstaunlich häufig in der Automatik, ohne dass ich was Bestimmtes einstelle, eine sehr gute Tracking-Funktionalität. Also das ist schon ein Vorteil von der Sony. Reden wir über den Stabilisator. Also im Weitwinkel stabilisiert die Panasonic besser. Die Sony sieht zwar ein bisschen natürlicher aus, aber die Panasonic hat manchmal so ein bisschen Sprünge. Für Fotos spielt es keine Rolle, aber im Videobereich vielleicht. Aber die Stabilisierung arbeitet schon besser. Also gerade wenn ihr mit der Kamera zum Beispiel nicht nur steht, sondern auch durch die Gegend gehen wollt und das im Videobereich, wenn ihr vielleicht auch noch laufen wollt mit der Kamera, da merkt man schon den Unterschied, dass die Panasonic da besser ist. Umgekehrt im Telebereich, also wenn ihr den Tele ganz rausfahrt, würde ich nicht mit der Kamera durch die Gegend gehen, da sollte man schon ruhig halten, aber da ist die Stabilisierung von der Sony, selbst wenn ihr die Luft anhaltet oder normal atmet, ist die Sony schon besser von der Stabilisierung. Also je nachdem, was euch wichtiger ist, hier Tierfotografie oder Film oder entsprechend im Weitwinkel durch die Gegend laufen. Wenn ich mir die Bildqualität angucke, muss ich sagen, kann ich beide empfehlen. Also sowohl die Panasonic als auch die Sony haben eine richtig gute Schärfeleistung. Von der Mitte bis zum Rand, vom Weitwinkel zum Tele. Also gute Bildqualität bei beiden Kameras. Wenn man die wirklich direkt miteinander vergleicht, dann sieht man bei der Sony durchaus, dass sie nochmal ein bisschen besser ist. Das sieht man vor allem letztendlich bei Labortests, nicht bei mir, sondern wenn man wirklich auf andere Seiten geht, da sieht man den Unterschied jetzt rein, einfach nur in der Praxis, wenn man einfach nur auf den ersten Blick die so miteinander vergleicht, würde ich sagen, fällt das gar nicht so auf. Was mir auf den ersten Blick aufgefallen ist allerdings, ist so ein bisschen, dass die Panasonic streulichtempfindlicher, also gegenlichtempfindlicher ist als die Sony. Reden wir über Video. Wenn wir Video miteinander vergleichen, dann fällt bei Panasonic auf, dass sie einen Crop von 1,43 macht. Also sprich, sie hat den Weitwinkel nicht mehr von 24 mm, sondern 34. Und das ist der Unterschied, den ihr jetzt auch seht zwischen der Panasonic und Sony. Beide sind ganz im Weitwinkel bei 4K gefilmt. Im Weitwinkel verliert ihr bei der Panasonic, also im Tele kommt es im Videobereich, zumindest bei 4K, etwa aufs Gleiche bei raus. Ne? Also die Panasonic hat ja eigentlich weniger Tele, aber dadurch, dass sie einen Crop macht, seid ihr im Tele bei beiden etwa das Gleiche. Aber wie gesagt, Panasonic weniger Weitwinkel. Beim Autofokus im Video sieht man im Weitwinkel, finde ich, wenig einen Unterschied. Mal ist die Panasonic ein bisschen schneller, mal ist die Sony ein bisschen schneller. Weiter herangezoomt, können beide ganz gut fokussieren. Was aber aufgefallen ist, wenn die Sony mal ein bisschen langsamer war, war sie nur ein bisschen langsamer und hat dann sofort auch den Fokus gehabt. Wenn die Panasonic den Fokus mal nicht ganz hatte, dann war sie eine ganze Weile unscharf und dann dauert es eine ganze Weile, bis sie dann auf einmal da ist. Also wenn es um den Fokus geht, auch bei Video würde ich sagen, teilweise ähnlich, teilweise hat die Sony schon den Vorteil. Was sind die Vorteile bei Panasonic im Video? Also zum einen hab ich einen ND-Filter fest eingebaut, das ist bei der Sony nicht. Also ein 4-fach, 16-fach oder 64-fach. Dann finde ich ganz gut gelöst die Trennung zwischen Foto und Video, dass ich im Video zum Beispiel Vlog einstelle und dann wieder fotografiere. Und wenn ich das wechsle bei Sony, ich muss dann jedes Mal, wenn ich in Log filme, muss ich Log wieder ausschalten, wenn ich fotografiere. Also das ist durchaus ein Vorteil bei Panasonic. Aber wenn ich bei Panasonic in Log filmen möchte, muss ich mir einen Freischaltcode kaufen, also einen Schlüssel und das freischalten, damit ich in Log filmen kann. Das kostet knapp 100 Euro extra. Bei Sony, gut, die Kamera ist natürlich auch deutlich teurer, aber da ist Log automatisch integriert. Die Vorteile bei Sony sind hauptsächlich aufgrund dieses Stacked-Sensors. Also ich habe einen Full-Sensor-Readout, der ganze Sensor wird bei Video ausgelesen. Dadurch habe ich halt den vollen Weitwinkel. Und ich habe aber auch die höhere Lichtstärke bei schlechteren Lichtverhältnissen. Also sprich, die höheren ISO-Werte sind besser und ich nutze halt eine größere Fläche vom Sensor. Dadurch ist sie etwas lichtstärker. Ein weiterer Vorteil ist Slow Motion. Beide Kameras können Slow Motion, die Panasonic bis 120p. Die Sony sogar bis 1000 Bilder die Sekunde. Wobei, wenn ich jetzt bei Full HD bleibe und ich vergleiche die zum Beispiel beide bei 120p, da ist die Sony ein bisschen schärfer. Und die Sony geht durchaus bis 240 oder 250 Bilder die Sekunde ist es noch, dann ist es noch fast Full HD, beziehungsweise es ist Full HD, aber ein bisschen weicher.
500 Bilder die Sekunde durchaus auch noch nutzbar, aber man sieht schon Schärfeverlust gegenüber Full HD. Und diese 1000 Bilder die Sekunde sieht schon pixelig aus, aber so für Spezialsachen in Zeitlupe vielleicht durchaus interessant für dich. Dann für viele vielleicht eine interessante Funktion Timelapse. Sprich Zeitrafferaufnahmen in der Kamera. Bei der Panasonic geht es direkt in der Kamera, bei Sony geht es nicht so leicht. Da müsste ich einen Kabelauslöser anschließen mit Intervalometer, der dann die Kamera immer auslöst und die Fotos rechne ich dann später am Computer zusammen. Das ist schon ein Vorteil bei Panasonic, dass es in der Kamera geht. Ein weiterer Punkt, was Panasonic halt kann, ist halt 422 in 10-Bit über HDMI ausgeben. Die Sony macht nur 8-Bit. Und gerade wenn ich in Log zum Beispiel filme, also sprich, ich möchte Color Graden letztendlich, sind wahrscheinlich nicht viele von euch, aber wer Color Graden möchte, da hat die Panasonic schon einen leichten Vorteil. Kommen wir zu meinem Fazit und zu der Frage, welche ist in was besser? Also die Panasonic ist, wie ich finde, besser in der Bedienung. Sie hat eine Timelapse-Funktion direkt in der Kamera, das ist schön. Das Display ist komplett drehbar, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und 10-Bit, 422, wenn es um Color Graden geht. Die Sony hat dafür einen größeren Telebereich, 600 mm statt 480 mm. Sie ist etwas lichtstärker, mit 24 Bildern die Sekunde, wirklich selbst in RAW irre schnell für die Tierfotografie, super spannend. Also Autofokus ist auf jeden Fall nochmal besser. Nicht unbedingt im Weitwinkel, aber im Tele auf jeden Fall. Im Video hat sie einen besseren Weitwinkel und ist entsprechend rauschärmer. Welche Kamera ist jetzt insgesamt die beste? Also ich würde sagen, gravierende Nachteile hat keine. Also die RX10 Mark IV würde ich schon sagen, ist schon der Testsieger mit Daumen nach oben. Aber auch die Panasonic würde ich sagen, ist ein Preis-Leistungstestsieger, weil wie gesagt, sie kostet nur die Hälfte, ist aber auch erstaunlich gut und manchen Sachen auch besser als die Sony. Und letztendlich ist es die Frage, die du dir stellen musst. Die Unterschiede, die ich genannt habe, RX10 Mark IV, brauchst du die? Ne, ist das was du wirklich wichtig findest? Autofokus-Funktionalitäten zum Beispiel. Ist das ein Punkt, warum du mehr Geld ausgibst? Ist dir die Preisdifferenz das Geld wert? Oder halt auch nicht? Das kannst nur du beantworten. Und jetzt interessiert mich deine Meinung. Welche Kamera findest du besser? Die Sony oder die Panasonic? Schreibt in die Kommentare, welche findest du überzeugender? Lasst gerne einen Daumen rauf da oder einen Daumen runter. Auch egal. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So sieht übrigens mein Notizzettel aus. In Wahrheit, weil ihr jetzt bis zum Schluss dran geblieben seid, zeige ich euch das. Ich habe hier eigentlich einen Laptop mit meinen Notizen. Und weil das so doof aussieht, wenn ich immer außerhalb des Bildes gucke, habe ich einfach den Zettel. Und dann sieht das halt so aus, als gucke ich immer auf meinen Notizzettel.